Hi, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es den Hormon-Yoga Teil 2 wieder mit meiner lieben Mama. Hallo, heute starten wir in den zweiten Teil von Hormon-Yoga. Der befasst sich dann von, ich sage jetzt mal, Eierstöcke aufwärts über den Nebennieren, dann über Thymusdrüse und Schilddrüse. Hier ist auch wieder Vorsicht geboten, wenn jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat, da vielleicht dann die Übungen dementsprechend anpassen. Und ansonsten, wie gesagt, sollte Hormon-Yoga nicht praktiziert werden in der Schwangerschaft und 3 Monate danach. Wir beginnen im Liegen. Aufwärmung haben wir ja schon an dem ersten Teil, den euch bitte dann nochmal anschauen, damit ihr auch aufgewärmt seid. Wir stellen die Füße auf Richtung Po, sodass der Mittelfinger ungefähr die Fersen berührt. Und wir starten hier mit der Schulterbrücke. Das heißt, wir starten mit dem Becken, kippen es nach oben und Wirbel für Wirbel gehen wir hoch. Und legen es auch wieder Wirbel für Wirbel ab, beginnen von oben nach unten. Und wieder einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben und ausatmen, Wirbel für Wirbel nach unten. Diese Bewegung machen wir dynamisch 7-mal. Nochmal einatmen nach oben und ausatmen nach unten. Du kannst dir vorstellen, Wirbel für Wirbel, wie wenn du in einer Perlenkette nach oben ziehst und die Perlen wieder ablegst. Nun atme nochmal ein, nach oben. Wir bleiben hier. Falte deine Hände unterm Po, bring die Schulterblätter zusammen. Für die Geübten, die können nun sich mit die Hände das Becken stützen. Und wir starten hier mit 7 Bastrika-Atemzüge. Bastrika-Atemzüge, eine kraftvolle Blasebalgatmung, wie ich schon im ersten Teil erwähnt habe. Einatmen, der Bauch wölbt sich nach außen und ausatmen, der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Nach 7 Atemzügen atme bequem ein. Konzentration auf die Nasenspitze. Setze das Kejari Mudra und das Mula Bandha. Und nun atme bequem aus und lass die Energie zu den Eierstöcken fließen. Atme bequem weiter und löse auf und rolle wieder Wirbel für Wirbel ab. Dann nimm dir zur nächsten Übung eine Decken zur Hilfe oder ein Klotz, was du in Reichweite hast. Schieb es unter dein Becken. Nun kreuze die Füße übereinander und lass die Knie zur Seite fallen. Hack die Daumen ineinander mit gestreckten Fingern und bring die Arme gestreckt nach hinten. Und in dieser Dehnung atme 7 Bastrika-Atemzüge. Kraftvoll den Bauch nach außen und nach innen ziehen. Mit der letzten Atmung bequem einatmen. Konzentration auf die Nasenspitze, Kejari Mudra setzen. Die Zunge berührt den weichen Daumen, Mula Bandha setzen. Und lass die Energie ausatmen, in die Eierstöcke fließen. Dann stell die Füße wieder auf, nimm das Kissen raus oder die Decke und streck die Beine aus. Hier kommen wir zu Fischvariationen. Diese gehen jetzt also betreffen jetzt die Schilddrüse. Wir halten die Füße geflext. Drehen den Kopf zur linken Seite und nehmen das Kinn Richtung Schulter. Und diese Übung geht mit der Ujjayi-Atmung, das heißt die siegreiche Atmung, das Rauschen vom Ozean. Du kannst dir hier vorstellen, wie wenn du dir einen Spiegel vor dem Mund hältst und diesen anhauchst.
Nur, dass du dabei die Lippen geschlossen hältst. So entsteht dieses Rauschen. Mach hier mit diesem Ujjayi-Atmung 3 Atemzüge, lange, ausgiebige Atemzüge. Dann löse die Verengung, atme bequem ein, Konzentration auf die Nasenspitze, setz das Kichari Mudra, Mula Bandha und lass die Energie zur Schilddrüse gleiten. Atme normal weiter. Wir drehen den Kopf zur rechten Seite, nehmen das Kinn auf Richtung Schulter und beginnen auch hier wieder mit der Ujjayi-Atmung mit 3 langen Atemzügen. Sodass bei der Ein- und Ausatmung dieses Rauschen entsteht. Dann löse die Verengung auf, atme bequem ein, Konzentration auf die Nasenspitze, setz das Kichari Mudras, Mula Bandha und mit der Ausatmung löse die Bandhas und lass die Energie Richtung Schilddrüse gleiten. Dann kommen wir in die Fischvariation. Hierzu als Hilfestellung kannst du dir die Hände unter den Po legen und stütz dich nun auf die Unterarme, heb den Kopf und lass nun langsam den Kopf Richtung Boden sinken. Und auch hier 3 Ujjayi-Atmungen. Auch hier wieder das Rauschen des Ozeans. Dann atme auch hier bequem ein, Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha und mit der Ausatmung lass den Atem Richtung Schilddrüse fließen. Wenn du diese Übung auflöst, hebe zuerst den Kopf und nun leg dich wieder ab auf den Boden. Löst die Hände auf, nimm die Hände gefalten hinter den Kopf, also stütz deinen Kopf und Nacken, heb den Kopf an, sodass das Kinn Richtung Brustbein und auch hier 3 Ujjayi-Atemzüge. Und nach dem letzten Atemzug löst die Verengung und atme bequem ein. Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha und mit der Ausatmung lass den Atem Richtung Schilddrüse fließen. Dann leg den Kopf ganz ab. Wir kommen nun in eine aktivierende Übung. Stelle dazu das rechte Bein auf. Das an, genau. Fädel es unter das linke durch, sodass die Ferse den Po berührt. Unten durch. Genau. Ja. Bring den linken Fuß auf das rechte Knie. Genau. Und streck den rechten Arm gestreckt nach oben. In dieser Dehnung machen wir gleich die 7 Bastrika-Atemzüge. Besonderheit an dieser Übung, deswegen diese aktivierende Übung. Mit der linken Hand geh zum Vishnu Mudra und schließe das linke Nasenloch. Wir atmen also immer über das rechte Nasenloch ein und aus, um die Energie zu aktivieren. Und beginnen hier mit 7 Bastrika-Atemzüge. Kraftvoll den Bauchnabel nach innen ziehen und der Bauch wölbt sich. Nach der letzten Atmung bequem einatmen. Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha setzen und lass den Atem durch den Körper fließen. Wir lösen auf und wechseln die Seite. Wir fädeln das linke Bein durch das rechte,
Nehmen den rechten Fuß auf das linke, strecken den linken Arm und verschließen mit der rechten Hand wieder das linke Nasenloch, sodass wieder durch das rechte Nasenloch die Atmung fließt. Und beginne mit 7 Bastrika. Dann atme bequem ein, Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Zunge an den weichen Gaumen, Mula Bandha setzen, Beckenboden anspannen und lass mit der Ausatmung den Atem fließen. Wir lösen die Übung auf. Als nächstes kommen wir zu den Umkehrhaltungen. Hier gibt es 2 Variationen. Wir machen die Übungen im Schulterstand. Eine Alternative für die nicht so geübten wäre Vaparita Karani. Wir nehmen uns eine Decke oder einen Glotz unter das Becken und haben hier die Umkehrhaltungen und können auch in dieser Stellung die Übungen durchführen. Wir zeigen sie im Schulterstand für die Fortgeschrittenen. Nimm die Beine senkrecht nach oben. Wichtig ist auch hierbei dann den Kopf nicht mehr zu bewegen. Stütze das Becken ab, Daumen zeigen nach vorne hier. Und dann beginnen wir mit 7 Bastrika-Atemzüge, indem wir den linken Fuß bei der Einatmung heranziehen und den rechten Point lassen. Und dann wechseln mit der Atmung, mit den 7 Bastrika-Atemzüge. Nach dem 7. Atemzug atme bequem ein, Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha setzen, mit der Ausatmung lenkt die Energie über die Schilddrüse zur Hypophyse. Die befindet sich in der Mitte des Kopfes. Nun starten wir mit der anderen Seite, das heißt bei der Einatmung ziehen wir jetzt den rechten Fuß an und das linke Fuß gestreckt und wechseln dann. Die Umkehrhaltungen sind entlasten. Hier wird sehr stark die Schilddrüse aktiviert und zur Hypophyse. Einatmen, Konzentration auf die Nasenspitze. Kichari Mudra setzen, Mula Bandha setzen und ausatmen über die Schilddrüse die Energie zur Hypophyse. Die nächste Übung setzen wir das linke Knie Richtung Wangen und setzen den Fuß beim rechten Knie ab. Genau. Und in dieser Haltung ebenfalls 7 Bastrika-Atemzüge. Hier wird es schon relativ eng, also da werden dann die Organe gut durchmassiert mit der Atmung, mit der kraftvollen, aktivierenden Atmung. Bequem einatmen, Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha setzen und lösen und die Energie über die Schulddrüse Richtung Hypophyse. Wir wechseln die Seite, nehmen das rechte Knie Richtung Wange und stützen es genau auf dem linken Knie. Und auch hier beginne mit 7 Bastrika-Atemzüge. Kraftvoll den Nabel nach innen ziehen. Bequem einatmen, Konzentration auf die Nasenspitze, Kichari Mudra setzen, Mula Bandha setzen, Beckenboden verschließen und ausatmen, die Energie fließen lassen. Wir nehmen nochmal beide Beine gestreckt nach oben und führen nun die Beine gestreckt hinter den Kopf, einer nach dem anderen. Für die noch nicht so Geübten schwebt es wahrscheinlich noch über dem Boden. Für die Geübteren kommt man vielleicht auch schon mit der Fußspitze Richtung Boden. Wir nehmen einatmen, den linken Fuß nach hinten und ausatmen, gegengleich den rechten.
Wir wechseln mit der Atmung. Du kannst auch versuchen, es in einem Atemzug machen, indem du die Beine schneller wechselst. Finde aber deinen Rhythmus, sodass es sich für dich gut anfühlt. Dann bring die Beine nach oben. Konzentration auf Einatmen, Konzentration auf die Nasenspitze. Setze das Kichari Mudra, Mula Bandha und lass den Atem ausatmen, fließen über die Schilddrüse zur Hypophyse. Zum Abschluss bringen wir die Beine hinter den Kopf, setzen wir sie ab in die Pflugstellung und verweilen hier im eigenen Atemrhythmus für 3 bis 5 Atemzüge, wie es sich für dich gut anfühlt. Und komm aus der Übung, indem du die Beine wieder abwinkelst und langsam Wirbel für Wirbel abrollst. Und die Beine ausgestreckt auf der Matte ausgleiten lässt. Die Hände neben dem Körper, die Handfläche schaut nach oben. Die Füße dürfen zur Seite fallen. Wir kommen jetzt auch hier zu einer Harmonisierung der Energie und in das sogenannte Shavasana vom Yoga. Du kannst dabei die Augen schließen und stell dir nun einatmend, konzentrier dich auf die linke Hüfte und stell dir vor, wie ausatmend der Atem entlang dem linken Bein fließt. Dann mit der Einatmung konzentriere dich auf die rechte Hüfte und lass ausatmend den Atem rechts fließen. Noch einmal links und lass den Atem übers linke Bein fließen. Noch einmal rechts, lass mit der Ausatmung über das rechte Bein. Noch einmal linke Hüfte, bis die Beine ganz schwer und entspannt zum Boden sinken. Der ganze untere Bereich senkt sich schwer in die Matte. Nun konzentriere dich auf die linke Schulter und lass ausatmen den Atem über die linke Hand fließen. Konzentriere dich auf die rechte Schulter. Lass auch hier ausatmend über die rechte Hand den Atem fließen. Noch einmal linke Schulter und lass den Atem links ausfließen. Und nochmal rechte Schulter und lass den Atem ausfließen. Merke, wie du tief und fest in den Boden sinkst. Der Kopf ganz entspannt auf der Matte liegt. Die Gesichtszüge sich entspannen und die Augen tief sinken. Lass dich ganz tragen von der Mutter Erde, deiner Matte. Du wirst von ganz alleine geatmet nun. Dein Atem verlangsamt dich in ruhige, stille Atemzüge. Genieße diesen Moment für dich, für ein paar Atemzüge mit dir. Und weck dann deinen Körper wieder langsam auf. Fang an, dich zu bewegen, die Finger, die Zehen. Und dreh dich dann über die linke Seite. Und komm hoch zum Sitzen. Vielen Dank für die 2. Sequenz von Hormon-Yoga und danke, dass du dabei warst. Namaste.